Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Welcome, welcome zu einer weiteren Folge. Ich habe gestern Abend einen Film geschaut und ziemlich direkt nachdem ich den Film geschaut habe, habe ich der Mama eine Nachricht geschickt und habe gesagt, wir müssen morgen die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Sie weiß noch gar nicht, also noch gar nicht so genau, worum es geht. Deswegen starten wir wirklich direkt rein. Ich hatte nämlich super viele Erkenntnisse gestern. Und zwar habe ich in den letzten 2 Wochen eine Filmreihe geguckt. Jeden Tag immer so ein bisschen, weil ein Film davon dauert 3 Stunden. Und es waren 6 Filme insgesamt. Ich bin mal gespannt, wer später herausfindet oder weiß, welche Filme ich da geguckt habe. Jedenfalls, wenn wir das ja mal so rechnen, das sind 18 Stunden Filmmaterial, die ich in den letzten 2 Wochen geguckt habe. Und diese Filme beinhalten viel Krieg, viel Blut, viel Kampf und so weiter. Also jetzt, es waren keine Filme zur spirituellen Weiterentwicklung. Es waren halt einfach ganz normale Hollywood-Filme, sag ich mal so. Und es ist ganz spannend. Als der Film, dieser letzte Teil, also dieser 6. Film von dieser Filmreihe, als der aus war, kamen mir so große Erkenntnisse, und zwar in vielerlei Hinsicht. Und zwar habe ich in diesen letzten 2 Wochen immer wieder, wenn wir diese Filme geguckt haben, insbesondere in diesen Kampfszenen, war in meinem Kopf dieser Gedanke, du solltest das jetzt nicht gucken. Du müsstest jetzt eigentlich was anderes machen. Solltest du nicht lieber arbeiten oder dich wenigstens hinsetzen und meditieren oder irgendwelche Selbstreflexionsübungen machen? Solltest du nicht dies machen? Solltest du nicht das machen? Aber dir doch sowas von nicht diese Filme hier gerade rein. So. Das war mein Gedanke. Und trotzdem, ich habe diese Filme geguckt und gestern dann ging dieser letzte Teil zu Ende. Und mir hat sich so einige große Erkenntnisse über mich selbst, über mein Leben gezeigt und über meinen weiteren Weg. Und zwar habe ich mich, ich habe dann nach diesem Film, ich habe nur noch da gesessen und habe gesagt und gedacht, wie kann man nur immer wieder denken, dass man falsch ist? Wie kann man nur immer wieder auf die Idee kommen, dass irgendwas nicht richtig wäre mit mir? Wie kann ich das nur immer wieder denken? Zum Beispiel, ich meine, es hat diese 18 Stunden, sage ich mal so, es hat diese 18 Stunden gebraucht. Ich hätte den dritten, also diesen sechsten Film, den hätte ich ja nicht einfach nur so geguckt, weil ich habe diese Filmreihe jetzt zum ersten Mal geguckt. Ich hätte ja nicht den letzten Teil als erstes geguckt oder so. Und selbst wenn, wäre diese Erkenntnis, glaube ich, gar nicht mal so intensiv gewesen. Das heißt, es hat diese komplette Filmreihe gebraucht. Erstens das. Und dann habe ich ja auch die ganze Zeit, während ich das geguckt habe, ich gedacht, du müsstest jetzt eigentlich was anderes machen. Um dich persönlich weiterzuentwickeln, brauchst deinen Altar und eine Kerze. Um auch im Beruflichen weiterzukommen, musst du dich vor den Computer setzen und musst deine To-Do-Listen machen. Aber ganz sicher nicht den Abend und dann auch noch kurz vorm Schlafen damit verbringen, dir solche Filme reinzuziehen. Und trotzdem, gerade weil ich diese Filme geguckt habe,
kamen mir so tiefe Erkenntnisse über mich und über mein Leben. Und dann habe ich nur noch da gesessen, habe mich gefragt, wieso denken wir immer wieder, dass wir falsch sind? Weil es doch genau das gebraucht hat. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das so passiert ist. Da hatte ich nämlich vor einigen Wochen auch so einen Moment, war auch mit einem Film gucken, wo ich danach wirklich Riesenerkenntnisse hatte. Und das hat mir gestern auch noch mal so stark gezeigt, dass unser Weg immer genau richtig ist. Es gibt keine Regeln, es gibt wirklich keine Regeln, wie dein Leben aussehen soll. Es gibt keine Regeln mehr. Es gibt keine Regeln mehr, wie Persönlichkeitsentwicklung ausschauen muss. Es gibt keine Regeln mehr, wie du Gott findest. Es gibt keine Regeln mehr, wie du deine Spiritualität leben kannst. Das gibt es nicht mehr. Oder das existiert nicht. Das existiert nur, weil wir Menschen tatsächlich auf die Idee kommen, dass ein Film zu gucken weniger wertvoll sei, als mich jetzt hinzusetzen und zu meditieren. Das ist nur die eigene Limitierung und Bewertung, die wir dem Ganzen beibringen. Ich weiß nicht, ob ich die Erkenntnisse gestern gehabt hätte, wenn ich diese 18 Stunden Film damit verbracht hätte, mich irgendwie gezwungenermaßen vor meinen Altar zu setzen und zu versuchen zu meditieren. So, und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nicht mehr meditieren müssen oder keine Selbstreflexionsübungen mehr machen müssen oder keine Ahnung. Es geht nur darum, diesen Impulsen zu folgen. Und ich hatte einfach Lust, diese Filme zu gucken. Also ich bin jetzt auch nicht so, keine Ahnung, diese Kampfszenen und Kriegsszenen, das war jetzt auch nicht so mein Highlight von den Filmen, sage ich mal so. Aber ich habe es geguckt, weil ich Lust drauf hatte. Und währenddessen die ganze Zeit gedacht, ah, du solltest jetzt was anderes machen. Das bringt dich nicht weiter. Das sind alles nur Bewertungen und Limitierungen, die wir in unserem eigenen Kopf haben. Und ich fand das so wertvoll, das nochmal noch tiefer zu erkennen für mich gestern Abend, dass mein Weg immer perfekt ist. Und wie oft denken wir, ich müsste jetzt eigentlich. Das, was ich hier mache, ist falsch. Diesen Film jetzt zu gucken. Jetzt auf TikTok rumzuscrollen. Jetzt, keine Ahnung, nicht ein Buch zur persönlichen Weiterentwicklung zu lesen. Und so oft denken wir das. Und dabei, ich meine, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich beschäftige mich ja jeden einzelnen Tag mit meiner persönlichen Weiterentwicklung. Jeden Tag stelle ich mir neue Fragen. Jeden Tag frage ich mich, wie kann es gehen? Wie kann ich es jetzt möglich machen? Und was ist für mich der nächste Schritt? Wie kann ich jetzt weiter wachsen? Und dann habe ich in meinem Kopf die interessante Bewertung, dass das nur auf eine Art und Weise gehen kann. Und jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Punkt. Und dann lasse ich dir auch mal das Wort. Jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Punkt. Wir haben ja immer so unsere Vorstellungen, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, das, was wir so in unserem Leben kreieren wollen. Und dann ist es ganz oft so, dass wir dann so Ideen haben und so denken, okay, dann, um das zu erreichen, muss ich das machen. Ne? Um Erleuchtung zu erreichen oder Herzöffnung, nehmen wir Herzöffnung, ne? Weil ich selber so schon erlebt habe. Um Herzöffnung zu erreichen, muss ich zum Beispiel meditieren. Eine Stunde lang, jeden Tag. So eine Verknüpfung im Kopf zu haben. So, und eigentlich geht es ja für uns Menschen nur darum, dass ich meinen Wunsch äußere, dass ich loslasse und dass ich empfange. Und das Universum wird mir genau meinen Wunsch erfüllen. So, und das Universum kennt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie es deinen Wunsch erfüllen kann. Und zwar ganz leicht und in Freude. So, und das Universum wünscht sich für dich, dass diese Wünsche erfüllt werden. Das will unbedingt, dass deine Wünsche erfüllt werden. Und das arbeitet darauf hin. So, und wenn wir aber uns wieder so fokussieren und sagen, nein, 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 das muss jetzt so sein. So und so
So und nur so funktioniert zum Beispiel Herzöffnung. Nur so. Aber es geht darum, seinen Impulsen zu folgen, vielmehr. Und da hatte ich zum Beispiel den Moment, als ich einen Film geguckt habe. Das war jetzt nichts, hat jetzt nichts mit gestern zu tun, ist schon ein, zwei Monate her. Und ich habe diesen Film zu Ende geguckt und auf einmal, ich habe gemerkt, wie alles aufgeht und alles war offen und ich war wieder so voll im Fühlen drin und so und wieder voll da und konnte dadurch, es war ganz normaler Film, kein besonderer Film. Ich will jetzt hier auch gar nicht sagen, ihr müsst jetzt diesen Film gucken oder so. Ich will nur sagen, dass du genauso wie du bist, genau richtig bist, mit dem kompletten Lebensweg, den du gehst. Du kannst gar nichts falsch machen, weil all das, was du machst, ist genau das, was gemacht werden soll. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, ah ja, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr und keine Ahnung, ne? Aber es geht um diese Impulse. Wenn ich nämlich den Impuls habe, mich hinzusetzen und zu meditieren und merke, okay, das tut mir jetzt gut oder wenn ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt Angst, aber Vorzone zu verlassen, das wäre jetzt mal dran, dann bitte mach das. Ne? Aber hör auf, dich falsch zu fühlen, weil du irgendwelche Dinge machst, die du gelernt hast, dass du das nicht machen sollst oder dass das nicht erfolgreich macht oder dass das dich nicht mehr zum wertvollen Menschen. Das dürfen wir verstehen. Bitte. Danke, dass ich auch zu Wort komme heute. Ja, da ist auch mir jetzt ganz viel bewusst geworden, auch wenn ich es immer anders predige, hör auf, Dinge zu bewerten und zu beurteilen. Wenn ich mich jetzt outen darf, was ich auch gerne mache, ich habe die Bewertung definitiv immer noch bis eben drauf und Filme mit Kriegsgeschehen, mit Gewalt und so weiter ist nicht meins. Es gibt den ein oder anderen wunderschönen spirituellen Film, wo ich dann noch drin war und geguckt habe, auch noch im Kino saß und es dann so schade fand, dass am Ende so das Gemetzel losgeht. Ich sage es jetzt mal so, wo ich dann auch erfahren habe, es gibt noch weitere Serien davon, weitere Folgen, aber aus dem Grund halt mir diesen Film nie angeguckt habe. Und das ist mir jetzt so bewusst geworden, wie viel mehr es auch bei mir noch davon geben darf, solche Bewertungen loszulassen. Heißt jetzt für mich jetzt nicht, dass ich mir beginne, solche Filme anzugucken. Heißt aber für mich wirklich noch mehr den Impulsen zu folgen, wenn dieser Impuls da ist, dass ich bin jetzt ganz neugierig, ob so ein Impuls mal kommt, dass ich mich da wirklich drauf einlasse und an unsere Podcast-Folge mich dann hier erinnere. Wenn der Impuls da ist, guckt er diesen Film an, dass ich dem dann auch folge, weil da muss ich ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass so ein Impuls mal da war, aber wenn er da gewesen wäre und ich erinnere mich jetzt nicht dran, hätte ich mit Sicherheit sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall gucke ich mir nicht an. Weil das zeigt jetzt nochmal, was ich ja auch immer predige, dass das Universum auf die interessanteste, unterschiedlichste Art und Weise immer mit uns in Kommunikation ist, mit uns spricht, Impulse schickt, Hinweise schickt. Und wir sehen es nicht. Oder oft nicht. Und das ist eine ganz wertvolle Botschaft jetzt hier. Wir können von unserem Kopf her nicht kreieren, uns vorstellen. Deshalb nenne ich ja auch immer gern so unseren Kopf, das süße Spatzenhirn, den Qualitätsoberbeauftragten, auf welche Art und Weise das Universum mit uns agiert und uns so wertvolle Botschaften schickt. Und das zeigt das Beispiel vom Feinsten. Und ja, Ich habe das stimmt. Dies sehr stellen wir immer in Frage uns selbst, unsere wahre Größe, dass viel, viel mehr für uns möglich ist, aber da lassen die Schranke zu. ganz genau so. Ich hatte auch, ich meine, ich habe dann so die Bewertung, wenn ich das jetzt mal so, wie ich es ja vorgerechnet habe, ne, 6 Filme à 3 Stunden, das sind 18 Stunden meines Lebens, die ich mir das angeguckt habe. Die ich, ne, und dann kannst du ja hingehen und
Jeder von uns hat schon mal auf Instagram einen dieser Motivationsposts gesehen, diese Videos. Hör auf, also wenn du erfolgreich werden willst, dann darfst du kein Fernsehen mehr. Und dann, ne, also Lamborghini war es, glaube ich, macht nur Werbung, macht keine Werbung im Fernsehen, weil die Menschen, die das kaufen, die Erfolgreichen, die gucken kein Fernsehen. Da fühlst du dich sofort schlecht und denkst so, erstens ja geil, voll geile Werbung, ne, voll geile Einstellung. Und auf der anderen Seite denkst du, ja, gut, okay, ich kann niemals erfolgreich werden, weil ich einfach gern Fernsehen gucke. Na, so entstehen diese Verknüpfungen, um das jetzt mal als Beispiel gebracht zu haben. Und jeder von uns hat diese Videos schon mal gesehen. Und ich finde da an sich nichts falsch dran an diesen Videos, weil ich sehe das trotzdem ja immer noch so. Auf der anderen Seite können wir mal bitte damit aufhören, uns ständig wieder klein zu machen, uns anzuzweifeln und zu denken, mit uns wäre irgendwas falsch. Nur weil ich nicht einfach diesen Impuls habe und dem dann auch folge, diese Filme zu gucken. Was, wenn ich alles, was ich mache, worauf ich so Lust habe, wenn es ja wirklich nur um Freude geht im Leben, was, wenn ich alles nur noch mit der Intention mache und mal schauen, was daraus entsteht? Mal schauen, was Genau. Großartiges daraus entstehen kann, wenn ich jetzt einfach meinem Impuls folge und mich in diese Welt mal begebe für ein paar Stunden. Ja. Mit so einer kindlichen Neugierde, die ja eigentlich in uns angelegt ist, immer noch, nur gedeckelt ist, aufgrund verschiedener Erfahrungen, Gegebenheiten und. Ja. Und mir kommt gerade ein Gespräch, das ich eben mit einer Frau hatte, wo es darum geht, ihre Praxis. Sie hat so Praktikerin auf ein anderes Level zu bringen, die tief in sich spürt, den Impuls hat schon lange, dass sie das ein oder andere gerne verändern würde. Aber in dem Bereich machen das ja alle so und haben ja alle so die Preisgestaltung und, kann ich nicht machen. Und das kenne ich ja auch von mir, als ich angefangen habe, damals mit der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, ich habe mich daran orientiert, was mein Ausbilder an Stundenlohn empfangen hat. Und habe gedacht, naja, so weit wie der bin ich ja noch nicht, bin ja noch Anfängerin, also bin mal 30 Euro da unten drunter geblieben. Und habe so dann versucht, die Praxisräume zu füllen, was natürlich nicht funktionieren konnte. Und das, genau das Thema war eben auch bei dieser Frau, die ihr da eigentlich ihre Praxis auf ein anderes Level bringen möchte. Auf der einen Seite möchte man die Menschen erreichen mit der eigenen Botschaft. Auf der anderen Seite orientieren wir uns dann aber auch so, was so die Masse macht. Und dann kommt der Part in uns, der sich zwar über jeden einzelnen freut, der zu uns kommt, aber gleichzeitig nicht himmelhoch jauchzend ist, weil würden wir uns erlauben, in dem Bereich, wo wir fühlen, da ist unser Zuhause, das entspricht unserer Seelenessenz. Auch im Hinblick auf Preisgestaltung, im Hinblick auf die gesamte Gestaltung, auch unabhängig von den Preisen, das so zu machen, wie ich es in mir finde, das ist das, was dann im Außen auch erfolgt. Wo ich dann natürlich auch auf einer anderen Ebene schwinge und das auch ans universelle Feld weitergebe. Ich denke gerade an eine Firmenkette. Eine Firmenkette ist der falsche Ausdruck an eine Firma, wo ich kürzlich von erfahren habe und du vermutlich auch, ohne dass wir hier den Namen nennen. Die haben unter anderem auch Kleider. Aber da kommst du überhaupt nicht in den Laden rein, ohne einen Termin zu machen. Und dann bist du in dem Laden drin und dann darfst du die Kleider vom Outfit her, was dich anspricht, kaufen. Ja, aber du darfst es nicht anprobieren, weil die Firma das so für sich einfach festgelegt hat, warum auch immer. Da sieht man wieder das beste Beispiel. Und die machen vermutlich Millionen Umsätze jedes Jahr, weil sie ganz gewisse Menschen einfach ansprechen, die das cool finden. Und das passt so gut auch zu dem Beispiel. Wenn du einen Impuls hast, wie du es gerne hättest, der Impuls kommt ja vom Universum zu dir. Dann geht es darum, dem zu folgen. Und dann hast du eine Erkenntnis nach der anderen, einen Impuls nach dem anderen und einen Erfolg nach dem anderen, weil das ist letzten Endes ja das Resultat.
Und da dürfen wir uns alle viel mehr aus dem Weg gehen und uns unsere wahre Größe sehen. Tatsächlich, definitiv. Danke für diese Impulse. So kreiert sich unser Leben ja auch von selbst. Ich muss nicht da rausgehen und irgendwie gucken, wie ich das Leben kreiere, das ich haben will. Ich muss nicht da rausgehen und viel machen und oder keine Ahnung, diese tollen Sachen alle machen oder was auch immer, ne, um mir irgendwie was zu kreieren. Nein, ich muss nur den Wunsch haben. Und vor allem muss ich aufhören, mich selbst klein zu machen. Weil eine der Erkenntnisse, die ich gestern nach dem Film hatte, war etwas, was ich schon vor 3 Jahren, es ist jetzt 2024, 2021 ungefähr, hatte. Vor 3 Jahren. So, und da habe ich mich aber klein gemacht und habe dann so gedacht, ah nee, ich war so voll begeistert, aber dann kamen halt verschiedene Aspekte von außen, wo ich dann doch lieber gesagt habe, ah, okay, sie haben recht, lass es mal lieber sein. Und mach lieber anders weiter. So, es geht jetzt nicht darum, da nachzutrauen und zu sagen, in 3 Jahren hätte ich jetzt schon, ne, wenn jetzt an dem Punkt von vor 3 Jahren, nein, so nicht. Nur, das hat mir mal wieder gezeigt, wie viel mehr ich einfach auf mich selbst vertrauen darf. Weil das, was ich jetzt gerade lerne, ist das, was ich vor 3 Jahren gedacht habe. Und ich hätte eigentlich schon längst einfach auf mich hören dürfen, mir vertrauen dürfen, dass das, was ich denke, die Ideen, die ich habe, die Impulse, die ich habe und das, was sich wirklich gut für mich anfühlt, dass ich dem vertrauen darf und dem folgen darf, statt zu sagen, ach nee, lassen wir mal lieber sein. Ne? So, aber das ist für mich jetzt die Erkenntnis, weil ich jetzt wieder ein Stück weiter gewachsen bin oder wachsen durfte. In meine Größe hinein und wieder mehr verstanden habe, hey, ich darf mir vertrauen. Und in Zukunft kann ich mich an diesen Abend gestern zurückerinnern, dem Moment, wo ich mich so, na, in dem Moment, wo ich mich vielleicht mal klein fühle oder wo jemand anderes gegen meine Ideen spricht, gegen meine Impulse spricht, kann ich sagen, ah, okay, danke, dass du das mit mir teilst. Danke, dass du mir das sagst. Ich kann da mal reinspüren. Und folge dann dem, was ich für mich wirklich kann. Dann kann ich mich nämlich daran zurückerinnern. Und dann können wir einfach mal aufhören, uns falsch zu fühlen, an uns selbst zu zweifeln, weil wir sind das Allergrößte. Ich bin für mich das Allergrößte, du bist für dich das Allergrößte. Und wir hören jetzt mal komplett auf mit diesem Selbstbild. Es bringt uns doch nichts mehr. Sie haben jetzt ausgedient. Wir dürfen jetzt echt mal anerkennen, dass wir großartige Menschen sind. Und das Witzige ist, dass ich gestern Morgen, habe ich einen Call gehört, einen Coaching-Call, wo es auch so die Aufgabe war, dich mal als das Geilste anzusehen. So. Und ich habe danach einfach erstmal nur geweint, weil ich so dachte, ne, ich bin überhaupt nicht toll und da ist gar nichts toll und was soll ich denn jetzt hier an mir anerkennen? Und also mich hat das total. Da ist was losgelöst worden, aber da habe ich mich noch gleichzeitig gefreut, weil ich so dachte, okay, jetzt, wo es hochkommt, kannst du nämlich rausgehen. Und ein paar Stunden später, oder sagen wir jetzt mal 24 Stunden später, siehst du mich jetzt hier so sitzen, ne? In einem Gefühl von, ich bin echt die Geilste der Welt. So, indem ich es losgelassen habe und wirklich gesagt habe, hey, diese ganzen Zweifel, die da sind, ciao, brauche ich gerade nicht mehr. Ich weiß, dass ich geil bin und so gehe ich jetzt durchs Leben. Und ich weiß, dass das jetzt kein, also vermutlich kommt dann immer mal wieder noch was, auch in Zukunft. Ich denke jetzt mal nicht, dass ich das komplett geheilt habe und gesagt, so jetzt, ne, es wird wahrscheinlich immer wieder kommen, aber in den Momenten, wo es kommt, werde ich mich daran zurückerinnern und werde mich daran zurückerinnern, dass ich mal Schluss gemacht habe mit meinen Zweifeln an mir selbst. Weil ich weiß, es bringt mir nichts mehr, an mir selbst zu zweifeln. Es bringt mir nur was, wenn ich an mich selbst glaube. Und das mache ich jetzt weiter. Und in den Momenten, wo die Zweifel dann kommen, erinnere ich mich daran zurück und folge dem. Und vertraue einfach auf mich, weil ich großartig bin. Ja. Sehr, sehr gute Erkenntnis und wunderbar zusammengefasst. Das ist selbstbewusstes Sein. Selbstbewusstsein.
Und das ist dann auch Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke aus meiner wahren Größe, aus meiner wahren Identität heraus. Ja. Und was so eine feine Gratwanderung ist, aus meiner Sicht jetzt, was ich noch ansprechen möchte, im Hinblick auf den Wunsch, ich muss nur den Wunsch haben, wie es sein darf, da würde ich schon dann auch noch einen Schritt weitergehen und die Empfehlung weitergeben, dass man auch in die Energie eintaucht, wie es ist, wenn der Wunsch in Erfüllung geht. Weil aus meiner Erfahrung einfach, das ist eine interessante Ansicht, sondern auch Erfahrung und auch im Hinblick auf die Naturgesetze, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt ja Energie und wächst. Und wenn ich mir immer nur etwas wünsche, es wäre ja schön, wenn, naja, dann gebe ich dem Wunsch Energie und das Universum kann nicht liefern. Wenn ich aber mit der Energie rangehe, ich will das jetzt wirklich haben und genau so und so hätte ich es gerne und dann gefühlsmäßig auch da reingehe, wie es ist, wenn es zur Lebenswirklichkeit geworden ist, dann kann das Universum natürlich rascher liefern oder überhaupt liefern. Und das hat dann nochmal viel damit zu tun, was du gerade auch weitergegeben hast, dass ich jetzt schon die Identität bin, meine wahre Größe ausstrahle, dass ich das bin, weil in dieser Energie schwinge ich ja dann, diese Schwingung bringe ich ans universelle Feld. Und dann kann es matchen. Dann kommen diese wundersamen Dinge ins Leben, wo man rückblickend denkt, Universum, du bist genial, wie hast du das jetzt hier wieder gedreht, gewendet und sensationell geliefert. Genau, das ist dann auch vor allem dann wichtig, wenn wir halt innerlich, ich nenne es jetzt mal so, limitierende Glaubenssätze haben, die uns unseren Wunsch nicht erfüllen lassen, weil wir innerlich irgendwie, wir wünschen uns was, aber gleichzeitig sind da vielleicht noch irgendwie Glaubenssätze, irgendwelche Energien in uns, die uns davon abhalten wollen oder nicht abhalten wollen, aber im Sinne von, die einfach das Jetzt weiterhin kreieren wollen. Und nicht das, ne? Und dann ist es halt super wichtig, dass klar, der Wunsch ist das Wichtigste. Und dann, wenn ich dann eintauche in diese Energie, dann kann ich diese Glaubenssätze nämlich loslassen und bin mehr auf dieser Frequenz von diesem Wunsch und kann das dann eher anziehen. Also, um das dann zu erklären. Genau. Genauso. Ja. Sehr gut. Sehr genial. Hinterlasst uns doch gern mal einen Kommentar auf der Plattform, wo ihr uns hier entdeckt, sei es auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer, wie hilfreich das für euch war, wie hilfreich das für dich war. Und teilt es auch gerne mit ganz vielen Menschen, wo du denkst, für die kann das ein wertvoller Beitrag sein. Lass uns da diese Botschaft doch noch mehr verbreiten. Weil je mehr Menschen das erkennen und ihre wahre Größe, Stärke und Energie wirklich sich erlauben wahrzunehmen, ja, was ist das dann für eine Veränderung da draußen in der Welt? Die Veränderung, die wir eigentlich alle gerne haben oder hätten. Und das fängt immer bei uns selbst an. Wenn wir uns jetzt mal auf Fingerschnipp vorstellen, jeder wäre sich seiner wahren Größe, Stärke und Energie bewusst. Wow, kann man da einfach nur sagen. Und der Kopf sagt jetzt, so einfach kann es ja nicht sein. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Es ist so einfach. Man hat uns das nur nie erzählt. Wenn wir uns mal vorstellen, in der Schule wird es ein Fach geben, das sich da nennen würde, deine wahre Identität erkennen. Und wenn man das dann, wenn man nur die Hauptschule holen, also ich komme ja noch so aus Zeiten, wo es Hauptschule, Realschule und Gymnasium gab, das Schulsystem ist ja inzwischen ein anderes, aber wenn man das von der ersten Schulklasse an nur 9 Jahre in der Hauptschule gehört hätten. Wow. Genau. Sehr genial. Ja, wir Mega. freuen uns auf eure Kommentare und ich bin mal gespannt, wer errät, welche Filme ich geguckt habe. Also ich Und weiß es nicht. vielleicht lösen wir es irgendwann noch auf. Genau. Genau.
Aber bis dahin, danke Bis zum fürs Zuhören. nächsten Mal. Ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.